Lebensqualität ist heute das Motto bei Hinter den Kulissen der Salzburger, denn wir schauen uns heute die Umgebungen der Kraftwerke etwas genauer an, was da freizeittechnisch so alles gestaltet wurde. Hier sind wir in Lehn, bei der Solstufe Lehn der Salzburger, und dort werden wir gleich den Franz treffen, aber unser Weg, der führt uns heute auch noch in den Pinzgau. Du, Franz, sag mal, wann wurde das Kraftwerk eigentlich erbaut und wie viele Haushalte werden versorgt? Das Kraftwerk wurde von 2010 bis 2013 errichtet. Mhm. Und das, von dem Kraftwerk aus kann man 23.000 Haushalte versorgen. Das heißt, was ist jetzt das Besondere an diesem Kraftwerk? Weil es ja schon mal mitten in der Stadt Salzburg steht, oder? Erstens das und das Architektonische ist das Besondere. Mhm. Es hat da einen Architektenwettbewerb gegeben. Und die Architekten Max Rieder, Erich Wagner haben den Architektenwettbewerb gewonnen und denen in einem Projekt ist da umgesetzt worden. Mhm. Und diese Schnäbel, was man da alle sieht, die sind rein architektonisch, die sind betrieblich nicht notwendig. Und ich habe gemerkt, du bist ja ganz besonders stolz auf das Kraftwerk. Ja, es ist ja ein schönes Bauwerk. Absolut, oder? Aber es geht uns nicht heute ums Kraftwerk, sondern eher um das, was rundherum alles passiert ist. Was ist da alles passiert in den letzten Jahren? Naja, es ist ja so, es ist natürlich auch die Renaturierung des Kleinkanals ist gemacht worden. Und der Kleinspitz ist eigentlich ein Naherholungsgebiet geworden. Und das konnten wir uns eigentlich jetzt anschauen. Das schauen wir uns jetzt an, oder? Ja. Und man braucht in Wirklichkeit gar nicht weit gehen, hat man schon die erste Naherholung, nämlich eher die Naherholung für die Fische. Was passiert da ganz genau? Das ist der Fischaufstieg. Ja. Da geht es zum Vertical Slot, das ist ein technischer Fischaufstieg. Mhm. Das sind Betonteile, die was, eine Beckenlänge von 3 Meter haben, eine Schlitzbreite von 30 cm. Mhm. Und zwischen den einzelnen Becken ist ein Höhenunterschied von 15 cm. Und die Fische können das im Prinzip nutzen, um bei der Anlage, bei der Kraftwerksanlage vorbeizuschwimmen. Aber das ist nicht der einzige Weg, oder? Nein, ist nicht der einzige Weg. Das ist der technische Fischaufstieg. Und dann gibt es noch das Umgehungsgerinne. Das geht zum Kleinkanal. Und der Kleinkanal ist auch unten an der Salzach fischgängig angebunden worden. Und die Fische können sie im Prinzip den Kleinkanal zum Aufsteigen nutzen oder den technischen Fischaufstieg. Also haben die jegliche Möglichkeiten quasi? Richtig, genau. Und da drüben ist es aber ein bisschen romantischer für die Fischer, ne? Naja, es werden alle beide Fischaufstiege sehr gut angenommen. Was mir immer wieder auffällt, ist bei unseren Baustellen, beziehungsweise wenn wir sie verlassen, dass wir immer alles relativ fesch hinterlassen. Ja, auf jeden Fall. Wir lassen uns das auch ganz schön was kosten, dass das nachher so ausschaut. Und das wird auch sehr gut von der Bevölkerung angenommen als das Naherholungsgebiet. Also alles eigentlich, oder bei fast alle Kraftwerke ist ein Naherholungsgebiet irgendwie angeschlossen jetzt, gell? Ja, eigentlich schon. Also es werden die Anlagen werden sehr stark genutzt von Radlfahrern, Fußgängern und so. Und da sieht man schon, dass das einfach dementsprechend auch bei den Leuten gut ankommt. Passt. Ah, siehst du, da haben wir eh gleich eine Tafel, was wir da alles so sehen. Ja. Das heißt, vom Kraftwerk kommt man relativ gut zu den Salzachseen, die Fischerseen und auch den Badesee. Und dann geht es noch weiter zu den Salzachauen und? Ja, und dann geht es noch weiter zum Salachspitz, das ist auch wo fest, die Salach in die Salzach mündet. Da kommen wir heute nicht mehr hin, aber wir fahren in den Pinzgau, wie versprochen. Und da mündet ja quasi der Fischaufstieg wieder in die Klan. Aber wie weiß jetzt der Fisch eigentlich ganz genau, dass er diesen Fischaufstieg nutzen kann oder wählen muss? Das geht mit der Strömung. Mhm. Der Fisch schwimmt immer gegen die Strömung. Und da ist natürlich ein bisschen eine stärkere Strömung als wir zum Beispiel in der Salzach draußen. Und somit weiß der Fisch, dass er dort im Prinzip einsteigen kann. Und da schwimmt er so dementsprechend herauf. Gar nicht so blöd, ne? Ja, das funktioniert der kann eigentlich was, der sehr Fisch. Gut. Ja, Franz, ich muss sagen, da ist uns ja so ein richtiges, cooles Gesamtkonzept gelungen da. Ja, es ist wirklich ein recht schöner Bau geworden, vor der Kulisse von der Festung.
den Bau hat fast nur ein Biber. Da war was, verhindert. Ja. Da hat man Biberspuren entdeckt, aber mittlerweile hat sich ein Biber im Fischaufstieg angesiedelt und hat einen kleinen Biberbau gemacht. Ist er wieder zurück? Ja, ist er wieder zurück. Und den Spezi schauen wir uns jetzt an, oder? Den schauen wir uns an. Falls wir ihn überhaupt finden, ist die Frage. Ja. Also wenn ich mir den Biberbau jetzt anschaue, ich meine, der Meisterarchitekt ist er jetzt nicht gerade, aber es ist Natur, Natur pur. Ja, es ist ja nicht so viel Material da. Mhm. Der Biber schwimmt aussehen in die Salzach, da von Einlaufrechen schwimmt er meistens ein bisschen Holzmaterial und da holt er sich was und das legt er dann da her. Und so wird das halbe ein bisschen größer, aber er tut schon immer was. Er ist fleißig. Vom Kraftwerk Sohlstufelen geht es jetzt direkt in den Pinzgau, genauer gesagt nach Saalfelden-Diesbach. Und dort schauen wir uns eines der modernsten Kraftwerke der Salzburger an. Und natürlich geht es auch dort um das Naherholungsgebiet, das die Salzburger dort geschaffen hat. Wir sind mittlerweile in Diesbach bei Saalfelden gelandet und wo es hier neben dem Kraftwerk Diesbach ein besonderes Naherholungsgebiet gibt, das schauen wir uns jetzt ganz genau an, nämlich dort oben. Und eines der Highlights hier ist dieser Radweg, der hier vorbeiführt beim Kraftwerk Diesbach. Der geht theoretisch von Saalfelden bis in die Stadt Salzburg über Lofer. Aber das müssen wir zuerst einmal da radeln. Na, habe ich zu viel versprochen? Wir befinden uns hier beim Jahresspeicher des Kraftwerks Diesbach, das in den 1960er Jahren erbaut wurde. Und mit diesem Wasser werden hier in der Region 10.000 Haushalte mit Strom versorgt. Und eines ist auch klar, hier haben wir einen wirklich tollen Instagram-Hotspot. Millionen Kilowattstunden Strom werden hier jährlich erzeugt und das Wasser hier zum Diesbach-Stausee wird über Leitungen hier heraufgepumpt und zwar mit 24 Pumpen, die einzeln geschaltet werden können. Aber das Wasser kommt nicht nur von unten aus dem Tal, sondern wird auch aus der Umgebung hier heraufgepumpt. Also Ansage da schon, richtig schön ist da herum schon, also als Naherholungsgebiet genau das Richtige. Das Coole ist, wenn man nachher über den großen und kleinen Hunsdutt geht, dann sieht man wahrscheinlich schon den Königssee. Und da unten ist der Stollen Einlauf und wenn man sich da einsetzt und durch die Druckrohrleitung durchzischt, dann ist man ungefähr so in, wie lange werden wir brauchen? 20 Minuten unten im Krafthaus. Aber mit richtig Druck, sage ich nur dazu. Und bevor ich jetzt Schnappatmung bekomme, weil es hier oben so klasse ist, muss ich mich leider schon wieder von Ihnen verabschieden, aber mit ein paar ganz besonderen und schönen Bildern. Bis zum nächsten Mal bei Hinter den Kulissen der Salzburger Gegend.